Hallo, in dieser Präsentation möchte ich mit Ihnen über die Gebietshoheit, also die Souveränität, die ein Staat über sein Territorium ausübt, sprechen. Das wird als eine der wichtigsten Kompetenzen eines Staates angesehen. Auf Englisch nennt man das oft Jurisdiction. Die staatlichen Kompetenzen sind nicht nur territorialer Art. Aber das ist bis heute die am wenigsten umstrittene und wichtigste Art der Kompetenzausübung. Bei dieser Territorialhoheit kann man entweder die Ausübung von Kompetenz durch den Staat auf seinem Territorium über die entsprechenden Menschen mit der Präsenz begründen, also jemand ist auf dem Staatsgebiet und damit dem Recht des Staates, das dieser setzt, unterworfen, oder mit der Auswirkung. Selbst wenn jemand etwas im Ausland macht, das Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Menschen, auf das Recht auf dem Territorium eines Staates hat, dann soll das auch der staatlichen Regelung unterliegen. Ein klassisches Beispiel für Juristen ist der Schuss über die Grenze. Wenn jemand, sagen wir für die Schweiz, aus Deutschland über die Grenze in die Schweiz schießt, und hier jemanden verletzt, dann würde die Schweiz beanspruchen, staatliche Kompetenz über diesen Vorgang auszuüben, weil ja der Schaden in diesem Fall, eventuell sogar der Tod einer Person in der Schweiz anfällt. Heute etwas wichtiger in der Realität ist das im Wirtschaftsbereich, wenn zum Beispiel Kartelle oder Unternehmen im Ausland gewisse Handlungen vornehmen, zum Beispiel eben den Wettbewerb einschränken, etwas Waren nicht in die Schweiz liefern würden, um hier zum Beispiel künstlich den Preis hochzuhalten, dann ist anerkannt, dass die Schweiz das grundsätzlich regeln darf, zum Beispiel mit Wettbewerbsregeln, die eben ein solches Hochtreiben oder Hochhalten des Preises mit allenfalls wettbewerbswidrigen Mitteln, um das eben bekämpfen zu können. Schon hier möchte ich darauf hinweisen, dass es daneben auch relativ anerkannt ist, dass die Staaten Personalhoheit ausüben. Wenn das zusammenfällt, eine Person auf Schweizer Gebiet unterliegt dem Schweizer Recht und hat vielleicht schweizerische Staatsangehörigkeit, dann ist das ohnehin unproblematisch. Hingegen gibt es eben Situationen, wo eine Person, ein Staatsangehöriger oder eine Staatsangehörige, nämlich eine natürliche Person, ein Mensch, obwohl er sich im Ausland befindet, weiterhin auch dem schweizerischen Recht untersteht. Für den militärischen Bereich ist das zum Beispiel wichtig, bei der Frage, ob Staatsangehörige, die im Ausland leben, militärdienstpflichtig sind. Nehmen Sie jemanden, der vielleicht nie in der Schweiz gelebt hat, der in Argentinien aufgewachsen ist, aber einen Schweizer Pass hat. Ist er grundsätzlich militärpflichtig oder nicht? Die Staaten anerkennen, dass Staaten allenfalls Regelungen, die eben eine solche Militärpflicht vorsehen oder das eben auch nicht vorsehen, die betreffende Person davon entheben, dass das im Rahmen der Personalhoheit, der Personalkompetenz eines Staates möglich ist. Wichtiger auch hier wieder vielleicht heute ist das insbesondere im Wirtschaftsleben, wo sich eben die Frage stellt, zum Beispiel die Vereinigten Staaten für ein amerikanisches Unternehmen, das in den USA zum Beispiel gegründet wurde, das aber eine Präsenz hat in Europa, zum Beispiel in Deutschland, Regeln vorsehen darf, wie sich dieses in Deutschland zu verhalten hat. Damit haben wir bereits extraterritoriale Effekte. Ein dritter Aspekt, den man als historisch in der Personalhoheit begründet sehen kann, der heute aber eine eigene Kategorie darstellt, ist die Registrierung. Auf der hohen See oder selbst in der Luft ist es manchmal schwierig, einen Link einem gewissen Gebiet herzustellen. Insbesondere auf der hohen See, die eben zu keinem Staat gehört.
da ist es wichtig, einen Anknüpfungspunkt an eine Rechtsordnung herzustellen. Und der wird mit dem sogenannten Registrierungsprinzip hergestellt. Rechtliche Vorgänge auf einem Schiff werden durch das Recht geregelt, das gilt für die Registrierung des Schiffes. Das kann aber in Konflikt geraten, wenn das Schiff jetzt nicht mehr auf hoher See ist, sondern eben im Hafen liegt, dann ist dort grundsätzlich aufgrund der Territorialhoheit das Recht des Hafenstaates anwendbar, weil der Hafen ja in seinen Küstengewässern liegt. Schauen wir uns einen Augenblick den Umfang der Kompetenzen an. Warum ist das so wichtig? Ich habe es schon in den Beispielen erwähnt. Wenn wir im Recht eine Ordnung schaffen wollen, bei der sich eben nationale oder innerstaatliche Rechtsordnungen nicht gegenseitig behindern oder in Konflikt geraten, brauchen wir diese Abgrenzung der Hoheitsgebiete für die Regelungskompetenz der Staaten. Wo gilt das Recht, das die Schweiz erlässt? Wo gilt das Recht, das die USA erlässt? Wie kann man das gegeneinander abgrenzen? Dann zukommt die Durchsetzungskompetenz. Wo kann der Staat, wo darf der Staat aufgrund des Völkerrechts sein eigenes Recht durchsetzen? Sogenannte Hoheitsakte, insbesondere Zwangsmaßnahmen. Das ist eben für das Recht etwa die Durchsetzung mit Gewalt, eine Festnahme einer Person, eine Beschlagnahmung, eine Zerstörung von Gütern. Und das ist eben grundsätzlich nur dort zulässig, wo der Staat dafür kompetent ist. Und Sie wissen, wie umstritten das sein kann, wenn eben plötzlich hier jedenfalls Akte nicht auf dem eigenen Hoheitsgebiet stattfinden, was normalerweise dem Völkerrecht widerspricht und vielleicht nur ganz ausnahmsweise durch komplexe Regeln, die wir noch sehen werden, gerechtfertigt werden kann. Dritter Aspekt, die Rechtsprechungskompetenz. Wenn staatliche Gerichte oder Behörden Entscheidungen treffen, insbesondere Urteile von Gerichten oder gerichtsähnlichen Institutionen, wo können die Wirkung entfalten? Und wie geht man da vor? Kann ein Scheidungsurteil in der Schweiz, bindet das die Behörden in den Vereinigten Staaten, wenn es etwa darum geht, wem das Kind, die Sorgepflicht, die elterliche Sorge für ein Kind zusteht? Das sind komplexe Fragen, die sich immer wieder stellen. Entsprechend geht man davon aus, dass eben Urteile auch als Teil der Rechtsprechungskompetenz nur dort gelten, wo sie aufgrund der völkerrechtlichen zugestandenen Kompetenzen gelten dürfen. Und dass es allenfalls sonst, wenn man weitergehende Wirkung verschaffen möchte, zum Beispiel extraterritoriale Wirkung, dass es zusätzlicher Zustimmung oder Akte zwischen den Staaten bedarf. Es gibt eine große Anzahl von Verträgen, die eben die Durchsetzung oder die Anerkennung von solchen Urteilen ganz spezifisch regelt. Die Territorialhoheit, die hier in dieser Präsentation im Vordergrund steht, knüpft eben an das Territorium des Staates an. Und wir haben gesehen, das ist das Land, das Küstengewässer, der Luftraum, der aufgrund der völkerrechtlichen Regeln dem Staat zugestanden wird. Die Auswirkungsdoktrin, die habe ich schon erwähnt, die kann als Aspekt davon angesehen werden. Das wird schon komplexer, weil dort eben zwei Jurisdiktionen doch in Konflikt oder nebeneinander bestehen können. Eben diejenige des Staates, wo ein Akt begangen wird, eine Handlung stattfindet. Ich habe jetzt das Kartell erwähnt, die Wettbewerbsabsprache im Staat A, die dann eben gleichzeitig im Staat B aufgrund des Auswirkungsprinzips allenfalls auch relevant wird, und daher hätten Sie schon zwei Kompetenzen, die allenfalls miteinander in Konflikt geraten können, so dass auch hier heute zahlreiche völkerrechtliche Vereinbarungen bestehen, um das gegeneinander abzugrenzen.
dieses Territorialitätsprinzip, auf dem sich diese staatlichen Kompetenzen erklären lassen, die sagen also, dass das Staatsgebiet der Anknüpfungspunkt für die Ausübung der staatlichen Kompetenzen wird. Man spricht eben vom Territorialitätsprinzip. Und das finden Sie entsprechend auch in den meisten Gesetzen und Regelungen in einer Art als Grundprinzip für den Geltungsbereich. Was man auch nicht vergessen darf, wenn eben eine Handlung extraterritoriale Wirkung hat, dann verteidigen die Staaten zumeist ihr Territorium und wehren sich dagegen, dass Handlungen eines anderen Staates Wirkung zeigen sollen auf dem eigenen Staatsgebiet. Diese Konstellation wird als Teil des Interventionsverbots oder des Nicht-Einmischungsgebots angesehen. Wenn eben hoheitliche Akte eines anderen Staates auf einem fremden Staatsgebiet Wirkungen erzeigen. Entsprechend finden Sie auch täglich in der Presse und in der zwischenstaatlichen Praxis finden Sie Deklarationen, Proteste, bei denen Staaten eben einen anderen Staat warnen, dass ein gewisses Verhalten als extraterritoriale Wirkung, als Vornahme eines hoheitlichen Akts durch den anderen Staat mit Wirkung auf dem eigenen Staatsgebiet angesehen wird. Das kann recht klar sein, zum Beispiel gerade wieder in der Presse in den letzten Tagen, die Zerstörung zum Beispiel eines von Infrastruktur, Flugplatz oder Waffen auf dem fremden Staatsgebiet. Da haben Sie ganz klar eine militärische Intervention, eine Zerstörung, die vielleicht sogar mit eigenen Sicherheitsinteressen natürlich gerechtfertigt wird. Das ist grundsätzlich ein Verstoß gegen das Interventionsverbot und man muss sich dann im Rahmen des Rechts der Selbstverteidigung und bewaffneter Konflikte fragen, ob allenfalls Rechtfertigungsgründe vorliegen könnten. Das Hauptanwendungsgebiet für den Juristen in diesem Gebiet ist eben die Koordination von staatlichen Akten, die aber Wirkung entfalten sollen auf einem anderen Staatsterritorium. Das ist das Gebiet der Rechts- und Amtshilfe. Zum Beispiel, wenn die Polizei nach Personen fahndet, die sie aufgrund ihres eigenen Rechts sucht oder die bereits verurteilt sind, dann möchte sie die entsprechende Person oder eben auch Beweise, vielleicht auch im Ausland, ergreifen. Und dazu gibt es entsprechende Rechtshilfeabkommen und Amtshilfeabkommen. Die Unterscheidung ist im Wesentlichen, ob es sich um strafrechtliche Belange handelt, dann sprechen wir zumeist von Rechtshilfe, oder ob es verwaltungstechnische Sanktionen sind, zum Beispiel im Wettbewerbsrecht, das ich schon angesprochen habe, oder im Steuerrecht für einen weiten Bereich für die Schweiz, dann sprechen wir eher von Amtshilfe. Sie sehen hier eben solche Instrumente wie die Auslieferung, die Überstellung von Beweismitteln, die stellvertretende Strafverfolgung. Das gehört alles in diesen Bereich und wird heutzutage von den Staaten zumeist in recht komplexen Verträgen geregelt. Der Staat, das habe ich auch schon bereits gesagt, verteidigt seine eigene staatliche Kompetenz, seine Territorialhoheit, indem er unter anderem auch Strafen vorsieht für Personen, die diese verletzen. Hier haben Sie ein Beispiel aus der Schweiz, Artikel 271 Strafgesetzbuch. Es ist eben so eines der Instrumente, die hier angewendet werden, insbesondere um präventiv Verletzungen des eigenen Staatsgebietes zu verhindern. Wer jemanden durch Gewalt, List oder Drohung ins Ausland entführt, um ihn einer fremden Behörde, Partei oder anderen Organisation zu überliefern, wird mit Zuchthaus bestraft. Da sehen Sie so, weil es als Verletzung der territorialen Integrität angesehen wird. Ein berühmtes Beispiel
aus der Geschichte, das Ihnen diese Problematik gut zeigt, ist ein Urteil des US Supreme Court, United States versus Alvarez McChain. Das war diesem Gerichtsurteil stand eine Konstellation zugrunde, die auch heute noch relevant ist. Die Versorgung der Vereinigten Staaten mit Drogen erfolgt zu großem Teil aus den südlichen Nachbarn der Vereinigten Staaten. Insbesondere Mexiko spielt, das mexikanische Staatsgebiet spielt dabei eine wichtige Rolle. Und die Vereinigten Staaten im Rahmen ihrer Drogenpolitik und des anwendbaren Rechts versuchen dabei regelmäßig auch das zu verhindern und Schmuggler oder Produzenten von Drogen, denen das Handwerk zu legen, normalerweise durch Rechtshilfe, so wie das vorgesehen ist. Aber hier in diesem Fall hatten die US-Behörden, waren auf mexikanisches Staatsgebiet gelangt, ohne Zustimmung Mexikos und hatten dort einen Drogenschmuggler oder einen angeblichen Drogenschmuggler verhaftet und in die USA zurückgeführt. Und nun war vor Gericht strittig, ob das nicht eine Verletzung des Territorialprinzips darstellt, Verletzung der mexikanischen Territorialhoheit und was das dann für Folgen hat. Und tatsächlich, der US Supreme Court hat natürlich festgestellt, nein, das ist unzulässig, die US-Behörden haben nicht das Recht, auf mexikanisches Gebiet vorzudringen und dort jemanden zu verhaften und dann sogar noch in die USA so zu entführen. Das ist, verletzt das Völkerrecht. Was nun aber interessant ist, ist die Frage, was sind die Auswirkungen dieser Verletzung des Völkerrechts auf das Strafverfahren gegen Alvarez McChain? Und das stand hier eben zur Debatte. Und da hat der US Supreme Court in diesem Fall gesagt, ja, das sind für uns zwei Sphären, die muss man voneinander trennen. Es ist zwar, wir müssen mit Mexiko nun eine Lösung finden, wie wir diese Verletzung des Territorialprinzips, wie wir da wieder den Frieden herstellen. Aber Herr Alvarez McChain muss in den USA bleiben. Wir machen ihm hier den Prozess. Der ist von dieser Völkerrechtsverletzung gegenüber Mexiko nicht direkt betroffen und kann daraus keine Rechte ableiten. Und das führte zu internationaler Kritik, weil man hier natürlich eine Gefahr sieht, wenn die Behörden oder ein Staat quasi trotz einer Völkerrechtsverletzung dann das Ergebnis, hier, das war das Ergebnis, dass Herr Alvarez McChain in den USA, eben, dass ihm der Prozess gemacht werden konnte, wenn sie dieses Ergebnis dann ausnützen können und dass nicht der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird, dass das natürlich einen Anreiz für innerstaatliche Behörden darstellen könnte, regelmäßig ungestraft das Völkerrecht zu verletzen. Und entsprechend sind solche Fälle heute seltener. Man versucht normalerweise mit Rechtshilfe vorzugehen, und das ist gerade auch in den letzten Monaten, konnte man das in der Presse zwischen Mexiko und den USA im Bereich des Drogenschmuggels regelmäßig sehen. Andererseits gibt es eine Gegentendenz, gerade in den letzten Jahren sind Staaten oder Regierungen wieder häufiger dazu übergegangen, eigene Staatsangehörige oder Personen, die ihnen unlieb sind, im Ausland zu entführen oder zu töten. Man nennt das State-Sponsored Killings oder State-Sponsored Abduction, obwohl natürlich aufgrund der ausgeführten Theorie klar ist, dass es sich dabei um grobe Verletzungen des Völkerrechts, nämlich der Territorialhoheit anderer Staaten handelt. Das ist alles für diese Präsentation. Danke und bis bald.